Eine mysteriöse Kreatur, riesig, schnell und tödlich, lauert irgendwo im Dunkeln. Die Leute behaupten hier und da auf der ganzen Welt einen Riesenhai gesehen zu haben. Vielleicht ist es der Megalodon, ein uraltes Raubtier, von dem angenommen wird, dass es längst ausgestorben ist. Der Megalodon, was übersetzt großer Zahn bedeutet, ist der größte Hai, der jemals die Meere und Ozeane dieser Welt durchquert hat. Er soll vor 23 bis 3,6 Millionen Jahren gelebt haben und war wahrhaftig riesengroß. Sein Biss war stärker als der eines T-Rex. Und kein Wunder, das Tier hatte nicht nur super starke Kiefer, sondern seine Zähne erreichten auch eine Länge von 18 Zentimetern. Das ist so lang wie ein kleiner Igel. Noch besser war, dass der Megalodon ungefähr 300 Zähne hatte, die in mindestens 6 Reihen wuchsen. Der Hai wurde sie los, sobald sie abgenutzt waren. Der Hai selbst konnte bis zu 18 Meter groß werden. Das ist doppelt so lang wie ein Londoner Doppeldeckerbus. Und schwer war er auch noch. Während ein ausgewachsener T-Rex ungefähr 8 Tonnen wog, erreichte der Megalodon ein Gewicht von 50 bis 60 Tonnen, so viel wie 9 reife afrikanische Elefanten. Ohne Konkurrenten war der riesige Hai der wahre König der Ozeane. Er jagte sogar Wale. Sicherlich konnte eine solche Kreatur nicht spurlos verschwinden. Tatsächlich gab es mehrere Fälle, in denen Zeugen sich sicher waren, den gigantischen Meg gesehen zu haben. Aber könnte es nicht nur ihre Angst sein, die aus ihnen spricht? Im Juli 1916 versetzte eine Reihe von Haiangriffen die Wüste von New Jersey in den USA in Angst und Schrecken. Es geschah während einer drückenden Hitzewelle, als Hunderte von Strandgängern versuchten, der Hitze in der Nähe des Wassers zu entkommen. Die Leute beschrieben den Täter, der all dieses Chaos verursacht hatte, als einen Riesenhai, der viel größer war als jeder normale. Seitdem diskutieren Wissenschaftler darüber, welche Haiarten an diesen Unfällen beteiligt waren. Die gängigsten Vermutungen waren der Bullenhai und der weiße Hai. Wenn du in einem tropischen Gewässer irgendwo auf der Welt schwimmst, kannst du auf einen riesigen Hai stoßen. Die Länge des Tieres kann bis zu 12 Meter betragen. Das größte Exemplar, das jemals gesehen wurde, war ein umwerfendes 19 Meter langes Exemplar. Das ist die Länge von 4 großen Flusspferden. Die Kreatur hat auch ein kolossales, klaffendes Maul. Bis zu 1,5 Meter bei einem großen Exemplar. Also, warmes Wasser, riesige Größe, beeindruckende Kiefer. Ist es der Megalodon? Nein, nur ein Walhai. Trotz seiner beeindruckenden Masse ist diese Kreatur langsam und absolut sanftmütig. Er kann vielleicht so groß werden wie der einstige Meg, aber lange nicht so schwer. Der Walhai ist ein Filtertier und sein Lieblingsgericht ist Plankton. Dieses Tier hasst außerdem niedrige Temperaturen. Etwas kälter als 21 Grad Celsius und es ist schon zu kalt für den Hai. Die ersten Bilder eines riesigen Hais, der unweit der Insel Guadalupe umhertrieb, erschienen im Jahre 1999. Die Kreatur erhielt den Namen Deep Blue. Er konnte von anderen seiner Art durch ein Wellenmuster, das seinen grauen Rücken und weißen Bauch trennte, unterschieden werden. Aber obwohl einige Leute behaupteten, es könnte der berüchtigte Megalodon sein, kamen Experten zu dem Schluss, dass es sich um einen weiblichen weißen Hai handelte, den größten, den sie jemals gesehen hatten. Die durchschnittliche Länge eines männlichen weißen Hais beträgt 3 bis 4 Meter. Weibchen sind größer, bis zu 4,5 bis 5 Meter. Aber Deep Blue erreichte eine Länge von 7 Metern. Kein Wunder, dass die Menschen verwundert waren. Zum letzten Mal wurde Deep Blue 2013 in der Nähe der Westküste der Baja California in Mexiko gesehen. Aber sieh mal, es gibt noch einen Jumbo-Hai, den man in jedem Teil der Welt treffen kann. Die größten Exemplare sind 10 Meter lang und wiegen etwa 5 Tonnen. Nach der Größe des Hais zu urteilen, könnte es sein, dass, wenn es nicht der Megalodon selbst ist, es einer seiner Verwandten ist. Und wieder mal eine falsche Vermutung. Das ist der Riesenhai. Er bevorzugt subpolare Meere mit Temperaturen von nicht mehr als 14 Grad Celsius, obwohl einige dieser Tiere an wärmere Orte wandern. Riesenhaie sind wie Walhaie harmlos und stören Schnorchler oder Taucher nicht. Riesenhaie haben viele kleine Zähne, aber sie benutzen sie nicht beim Fressen. Stattdessen schwimmen sie mit offenem, 1 Meter breiten Mund und schlucken Plankton. Ein 5 Meter langer Riesenhai kann fast 500 Tonnen Wasser pro Stunde filtern. Es scheint, als dass die Personen, die behaupteten, den Meg gesehen zu haben, große, aber mehr oder weniger verbreitete Haie für den alten Superraubfisch hielten. Aber was, wenn sie recht hatten? Und der gigantische Riesenhai lebt noch immer?
Haie werfen regelmäßig Zähne ab und ersetzen sie wieder. Das bedeutet, dass Menschen auf der ganzen Welt immer mal wieder riesige Zähne am Strand finden müssten. Die Menschen entdeckten tatsächlich durch die versteinerten Monsterhai-Zähne, dass der Megalodon vor 23 bis 2,6 Millionen Jahren existierte. Wissenschaftler haben es jedoch nicht geschafft, Zähne zu finden, die jünger als 2,6 Millionen Jahre sind. Außerdem wäre ein solcher Zahn nicht nur viel größer als ein normaler Haizahn, sondern hätte auch eine erkennbare Form. Die Experten würden einen solchen Fund nicht verpassen. Wenn es einen Megalodon gäbe, gäbe es auch weitere. Der Megalodon war ein Spitzenprädator. Das bedeutet, dass es keine anderen Kreaturen gab, vor denen der Hai Angst haben musste. Er musste wahrscheinlich mit anderen Kreaturen um Nahrung konkurrieren, aber es gab weit und breit kein Tier, das den Meg jagen konnte. Unter solchen Bedingungen wäre es ungewöhnlich, wenn die Megalodon-Population nicht wachsen würde. Stelle dir jetzt mal ein paar Hunter von diesen 60 Tonnen Tieren vor. Zumindest ein paar von ihnen würden bestimmt von Menschen entdeckt werden. Der Megalodon stand an der Spitze der Nahrungskette und seine Ernährung umfasste große Meerestiere wie Delfine oder Wale. Und weil der Hai massiv und schnell war, hatte er einen großen Kalorienbedarf und verschlang mehr als eine Tonne Futter pro Tag. Forscher würden es definitiv bemerken, wenn eine große Anzahl großer Meereswirbeltiere verschwinden würde. Der Megalodon lebte in tropischen Regionen auf der ganzen Welt. Seine Fossilien wurden in vielen Teilen des Planeten gefunden, einschließlich Süd- und Nordamerika, Europa, Australien und Afrika. Diese Haie waren weder selten noch schwer zu fassen. Heutzutage werden neue Spezies entdeckt, entweder weil sie sehr spezifische und unerforschte Orte bewohnen oder weil es nur sehr wenige von ihrer Art gibt. Ein weiterer Grund, warum der Megalodon Menschen nicht aus dem Weg gehen kann, ist, dass der Riesenhai tropisches und subtropisches, also warmes Wasser bevorzugt. Die Kreatur würde sich nicht in den tiefen, unerforschten Teilen des Ozeans verstecken. Es wäre einfach zu kalt dafür. Wenn der Megalodon existieren würde, würde er in der Nähe der Oberfläche schlummern, wo das Wasser wärmer ist. Wenn der Megalodon existieren würde, würde die Meereswelt ganz anders aussehen. Große Lebewesen haben einen großen Einfluss auf Ökosysteme. Übrigens gibt es eine Theorie, dass der Meg vor all den Jahren ausgestorben ist, weil die sich veränderten Ozeane nicht genügend Nahrung für den riesigen Fleischfresser hatten. Naja, es gibt keinen Beweis dafür, dass sie den Riesenhai heutzutage unterstützen oder nur unterstützen könnten. Wissenschaftler haben Walknochen mit Megalodonbissen und Schlitzen gefunden. Das neueste dieser Fossilien stammt allerdings aus der Zeit von vor 2,6 Millionen Jahren. Es gibt keine neueren Erkenntnisse mit Bissspuren des Megahais. Mit anderen Worten, Experten sagen, es besteht einfach keine Chance, dass der Megalodon noch existiert. Keine Fossilien, die neuer sind als vor 2 Millionen Jahren. Keine riesigen Schatten, die sich in den Tiefen verstecken. Gar nichts. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.